Und hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. In diesem Video schauen wir uns an, beziehungsweise heißt schauen wir an, ich werde die Zwergtamarillo, die momentan am Reifen ist, probieren und euch sagen, wie die schmeckt. Wenn wir jetzt Baumtomaten haben, dann erinnern wir uns an Tomaten. Wie Tomaten schmecken, das wissen wir. Schmeckt nach Tomate. Wie eine Zwergtamarillo schmeckt, wollte ich euch letztes Jahr zeigen. Das Problem allerdings war, die Früchte sind erst ausgereift, nachdem ich die ganzen Pflanzen in den Wintergarten reingestopft habe. Und dabei leider habe ich das Video dann unterschlagen. Kam ich einfach nicht mehr dazu. Sorry, ein Jahr später, beziehungsweise knapp ein Jahr später ist es soweit. Sie sind reif, deswegen ernten wir. Diese wunderschöne gelbe Zwergtamarillo, die sich super einfach entfernen lässt. Jetzt hoffe ich mal, weil hier ja so viele Ameisen unterwegs sind, dass die nicht so nach Ameise schmeckt. Aber deswegen, so schaut das Ganze aus. Und bei einem Haps sind sie im Mund. Boah, nicht mal. Bisschen süßlich. Ein bisschen bitter. Also meine Geschmacksnote ist es jetzt nicht unbedingt. Müsste ich jetzt nicht dauernd haben. Aber interessant. Vor allen Dingen, weil man ja sehr viele Nachtschattengewächse aus dem Bereich der Solanum-Gattung in der Regel essen kann, wenn sie vollreif sind. Die war jetzt auf jeden Fall vollreif. Könnte auch ein Hauch von Ameise mit dabei gewesen sein. Das weiß ich jetzt nicht. Wie eine Ameise schmeckt, habe ich noch nicht so oft probiert. Also wenn ihr wisst, wie eine Ameise schmeckt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, jetzt gucken wir mal, wie die ausschaut, wenn man sie öffnet. Schaut geöffnet schon ein bisschen aus wie eine Physalis. Die Samen sind allerdings noch mal deutlich kleiner. Und die könnte ich jetzt eigentlich so einpflanzen. Ihr seht hier die Samen. Schauen rein optisch typisch aus wie alle Nachtschattengewächse-Samen. Und ich denke mal, diese Samen stopfe ich in den nächsten Topf und gucke, wie lange es dauert, bis sie keimen. Das werde ich jetzt direkt machen. Dann wisst ihr das spätestens im nächsten Video. Denn das Video jetzt lade ich hoch und im nächsten Video, wenn man sieht, dass sie gekeimt sind, wisst ihr, könnt ihr einfach nachrechnen, wie lange die gedauert hat, die Keimung. Weil ich die Pflanze vom letzten Mal in ihren eigenen Topf gepflanzt habe, werde ich auch dort genau diese Samen hineinsetzen. Und zwar mache ich das, indem ich die Frucht hier jetzt einfach mit der Erde verteile, überall ringsrum. Das heißt, dieser Topf wird, wenn es denn klappt mit der Keimung, dann komplett mit Sämlingen voll sein. Jetzt haben wir noch ein, zwei Monate locker, super gutes Wetter. Dann wird das Ganze angegossen. Und dann klappt es auch mit der Keimung. Nee, Spaß, das mache ich jetzt nicht. Auch wenn es warm ist. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video und tschüss.